Grüß euch! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, heute werde ich mal wieder ein anderes Einpack oder Overnight Einpack Video machen. Und zwar habe ich mir mal überlegt, ein wenig über das Thema Bushcraft Ultraleicht oder Ultralight zu erzählen. Ich habe mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und zwar hat es eigentlich den Hintergrund, dass man, wenn man natürlich lange unterwegs ist, auch mal irgendwann versucht, sein Gewicht, das man mitnimmt als Gepäck, auch ein wenig zu minimieren. Jeder, der mal mit 25 Kilo ein paar Stunden durch die Prärie gerannt ist, der weiß, wovon man redet. Ja. Jetzt ist es so, dass laut meines Wissens gibt es da jetzt keine spezielle Definition, was das Thema Ultraleicht angeht. Da hat wohl jeder auch so ein bisschen sein Mantra. Gibt es einen YouTuber, der hat ein Sommer-Ultraleicht-Setup von knapp 4 Kilogramm. Das ist sein Setup. Ja, ich werde euch mal mein Ultraleicht, wobei man da, also für mich Ultraleicht, für mich sind Ultraleicht unter 10 Kilo. Ich versuche heute mal unter 8 Kilo zu kommen. Ja. Um das mal für mich ein bisschen zu definieren, ist es ganz einfach. Zu harten Zeiten bin ich schon mal mit über 20 bis 25 Kilometer als Gepäck oder mit Gepäck gelaufen. Das war natürlich ziemlich kräftezehrend und war auch nicht gerade lustig. Weil im Endeffekt hat man eigentlich die ganze Zeit damit zu tun, in irgendeiner Art und Weise dann doch das Gewicht so zu verlagern, dass es doch angenehm zu tragen ist. Klar, hier mit dem Backhaus, der wiegt ja allein schon 4 Kilo, hat man da schon auch schon allein am Rucksack ziemlich viel Gepäck bei sich. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach mal so ein Frühlings-Setup, als ich nenne es mein Ultra-Leicht-Setup, ja, mein Ultra-Leicht-Bushcraft-Gepäck. Das möchte ich euch mal vorstellen. Wie schon gesagt, ich versuche da unter 10 Kilo zu bleiben. Eigentlich möchte ich sogar unter 8 Kilo bleiben. Gut, ob mir das jetzt mal heute gelingt, das weiß ich nicht. Morgen ist wieder Overnight. Dafür werde ich jetzt den Rucksack packen. Dafür brauche ich, oder beziehungsweise ich nehme da auf drei Dinge besonders Rücksicht. Weil für mich bedeutet auch Bushcraft, dass ich das nötige Werkzeug und das Equipment dabei haben muss, ja, um im Wald zu übernachten, um ein Lager aufzubauen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich brauche als erstes mal mein Schlafsetup. Dann, zweites ist dann im Prinzip, ich muss mir was zu essen machen können. Und drittens, ich möchte mir ein schönes Lager herrichten. Das bedeutet, ich brauche Werkzeug dazu. Ja. Das Thema Bushcraft Ultraleicht, da habe ich mal ein bisschen bei YouTube recherchiert. Also da gibt es ja eigentlich so gut wie gar keine Videos zu. Wie schon gesagt, ein YouTuber macht das, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, der macht seine Videos richtig angenehm und richtig interessant. Der hat so seine Philosophie davon. Meine Philosophie ist da ein bisschen anders gestrickt. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, mein Hobby ist Bushcraft. Dementsprechend brauche ich natürlich auch das Equipment und das Werkzeug. Ganz einfach. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, was ich jetzt mitnehme zum nächsten Overnight. Ja. Da würde ich vorschlagen, legen wir mal los. So, was für mich natürlich jetzt an erster Stelle wichtig ist, ist ganz klar mein Schlafsetup. Ich habe mir hier mal einen neuen Schlafsack besorgt. Das ist der Glacier One von Robins. Der wiegt ein gutes Kilo, ist ein 2-Schlafzeilen-Schlafsack. Komforttemperatur ist zwischen 1 und 6 Grad. Angeblich 1 Grad für Männer, 6 Grad für Frauen. Habe ich jetzt das erste Mal im Einsatz, da bin ich mal gespannt. Der kommt definitiv hier natürlich unten in das Fach rein. Also, Schlafsetup natürlich für mich an erster Stelle. Übernachtung im Wald, ganz wichtig, schlafen. Alles andere ist sekundär, primär ist erstmal schlafen. Weil sekundär könnte man sich natürlich mit noch anderen Dingen behelfen, ich finde einfach. Aber natürlich ist Schlafsetup das Wichtigste. So, dann gehen wir mal weiter und zwar zum Tarp. Das kennt ihr, das habe ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Hat sich bis jetzt bewährt, der Wert 3x3 Meter.
kommt auch hier unten rein. Dadurch, dass natürlich der Schlafsack weniger wiegt und weniger Packmaß hat, passt in das Fach unten hier auch schön das Tarp und der Schlafsack rein. Was natürlich den Vorteil hat, dass man hier im eigentlichen Rucksack, das ist der Mountaintop, mal wieder Adventure 55 Liter. Also das ist ja mittlerweile eigentlich so mein Lieblingsrucksack, weil der sehr bequem ist und auch ziemlich viele Taschen hat. Finde ich echt mega geil. Habe ich ja glaube ich schon mal verlinkt. Kann ich aber gerne nochmal machen. Ja. So, wir haben jetzt den Schlafsack, das Tarp. Natürlich brauchen wir auch noch eine Isomatte und das sogenannte Crown Shield. Isomatte habe ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt, separat, die Vorklass 700. Das Crown Shield habe ich euch noch nicht in einem separaten Video vorgestellt. Könnte ich aber mal tun, wenn ihr Interesse habt. Klar, natürlich, kostengünstig, robust, wiegt nicht viel, Packmaß ist absolut IO, also in Ordnung, aber gut. So, damit wir natürlich das Ganze nachvollziehen können, wo ist er? Habe ich ihr hier auch so eine Gepäckwaage mal mitgebracht, weil also die Challenge heute ist einfach unter 8 Kilo. Unter 8 Kilo bedeutet aber auch kein Wasser und keine Nahrungsmittel, die kommen nochmal on top. Bedeutet einfach nur das Equipment, was ich brauche, um mir einen wunderschönen Tag im Wald mit einem schönen Lagerbau herzurichten. Ja, Essen und Trinken ist natürlich, gehört da nie dazu. Das geht nochmal extra, deswegen schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ob ich auch damit gut fahre. So, also wir haben jetzt einmal das Schlafsetup, das Hammer. Was zum Schlafsetup für mich definitiv noch gehört, Moment. Natürlich Paracord kann man, wenn man mal neue Sachen ausprobiert am Lager und so weiter, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man Paracord eigentlich nie genug haben. Ja? Da werde ich mir glaube ich auch noch mal ein bisschen mehr mit einpacken. Moment, packe ich hier. Andere schwarze Paracord am Schaum. Alles klar. Okay, dann muss das lang. Ich habe ja auch hier noch, falls es brenzlig wird, habe ich hier auch noch das Paracord-Armband. Das sind 3 Meter dran. Das langt definitiv. Cooles Teil. Hat man immer mal Paracord am Start. Paracord. Finde ich mitunter, ohne Paracord geht ja gar nichts. Es sei denn, man kann natürlich auch aus Wurzeln sich Paracord selbst machen. Aber ehrlich gesagt, sehe ich davon ab, irgendwie das Wurzelwerk zu zerstören, um mir dann irgendwelche Sachen abzubinden. Ich liebe ja die Natur, deswegen mein Hobby. Und aus dem Grund ist die Natur auch, muss man schützen. Das ist ja auch noch so ein Anliegen. Ne? Nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur. So. Also das Thema Lager bzw. Schlafsetup ist geregelt. Diesmal auf dem Boden, nicht Hängematte. Ich möchte diesmal einfach auch... Ah, ja genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, hier was ganz Neues. Und zwar, ihr wisst ja, unbezahlte Werbung. Ist das ein Moskitonetzzelt, ein neues? Das nehme ich auch mit. Das habe ich mir neu gekauft, weil ich einfach mit dem British Moskitonetzzelt, na, muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht so... Das Gelbe vom Ei, es war gut, es ist ein tolles Zelt, muss ich wirklich sagen, aber für Ultralight ist das natürlich nichts. So, jetzt habe ich das Moskitonetzzelt, Entschuldigung, gekauft. Und ich glaube, das British Moskitonetzzelt hat glaube ich 1,5 Kilo mindestens gehabt. Mit Gestänge. Und das hat jetzt 0,7 Kilogramm.
sind keine Stangen dabei, da muss man sich natürlich dann selbst behelfen im Wald, muss man dann natürlich irgendwie über Äste das so spannen und mit Abspannleinen natürlich so aufstellen, dass das Zug hat und steht. Und natürlich mit Heringen, aber die schnitzen wir uns im Wald ja selbst, die nehmen wir nicht mit. So, okay, Moskitonetzzeit. So, das Ganze schon mal gepresst. Ja, das passt schon. So, dann wäre das Thema Schlafsetup durch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt über zum Thema Essen. So, da habe ich jetzt zum Beispiel den Rangia von der Firma Esbit mit diesem Kreuz. Ja, das kennt ihr mit Sicherheit alle. Bedeutet, Umkehrschluss, ihr macht das Kreuz hier drauf. Da könnt ihr euren Topf draufstellen. Der Esbit Rangia ist auch schon gefüllt mit Spiritus. Das sind etwa ja, 100 ml bis 120 ml, sowas in der Art. Im Endeffekt eine Dreiviertelstunde Kochzeit, je nachdem wie der Wind weht. Im Endeffekt kann man da ja auch noch ein bisschen einen Windschalter drum machen, so dass man ein bisschen weniger Energie verbraucht. Man kann natürlich auch die Bushbox LF nehmen und die reinschauen, dann ist auch ein bisschen windgeschützt. Das machen wir diesmal nicht, weil wir auch ein bisschen Gewicht sparen wollen. Habe ich natürlich so einen auslaufsicheren Pack. So, ich bin gerade im Video. Ja. Erzähl. Nächstes Mal drauf. Alles klar. So. Da sind ein paar Teesorten drin, da ist ein bisschen Gewürze drin und so weiter und so fort. Ein paar Taschentücher. Da stecke ich jetzt einfach rein, den Drangia. Ich nehme auch nicht extra Spiritus mit, wenn das leer ist, ist leer. Also es geht einfach darum, sich ein bisschen was, Essen zu erwärmen und auch einen Kaffee warm zu machen oder einen Tee. Ja, darum geht es mit dem Fall. So, wasserdicht am besten verpackt. Falls der Spiritus ausläuft, macht das nicht euer Equipment hin. Das stinkt dann wie Hölle. Also in so einem Pack. So, das Öl habe ich jetzt auch mal draußen gelassen. Normalerweise habe ich dann noch so ein kleines Gläschen Öl dabei. Wenn ich dann mal was anbraten möchte, das lasse ich diesmal auch da. Alles gewischt. Ja, wir wollen es ja so leicht wie möglich haben. Ja, wir gucken erstmal, was das wiegt, weil im Endeffekt, wie schon gesagt, möchte ich ja mal schauen, dass ich mit ganz, 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 ganz wenig Gepäck, ich wollte schon sagen, verreise. So, da sind wir hier bei 0,4 Kilogramm. Oh, das ist aber schon viel. So, wir gucken mal, was da drin ist und tun vielleicht doch das ein oder andere dann doch draußen lassen. So. Ja, also der Feuerstahl müsste jetzt nicht. Okay, wir haben hier jetzt drei Teesorten. Die sollen es jetzt auch nicht fett machen. Ja, im Prinzip. Lass nur mal Salz und Pfeffer am Start. Nee, komm. Also, den Luxus gönnen wir uns. Den Luxus gönnen wir uns. Also, da wir ja kein Feuer machen werden und ich dann auch kein Feuerzeug mitnehmen werde, werde ich den Feuerstahl doch mitnehmen. Dann lasse ich halt das Pouch zu Hause. Zumindest mal einen Feuerstahl. So. Zack. Auch rein. So, jetzt geht es darum, uns natürlich ein schönes Lager bauen zu können. Ja, das bedeutet im Umkehrschluss Werkzeug. Oh, jetzt habe ich natürlich das Kreuz vergessen. Kommt natürlich auch nochmal rein. Ja. Wie war es bei Tim? Schön. So. Werkzeug. Also, Neuerung ist natürlich jetzt hier mein absolutes Highlight jetzt an Werkzeug. Damit habe ich auch schon gearbeitet. Mega, die Silky Big Boy. Absolut geniales Teil. Werde ich nochmal ein Review separat machen. Muss mit. Es geht den ganzen Tag heute schon. muss ich mal kurz dran. Ja? Alles klar, bis gleich. Tschüss. Ja, ja.
läuft nach Hause und ist in einer Viertelstunde da. Gut. Ja, du, ich bin gerade im Videodreh. Ja, ich melde mich. Ciao. Ich komme heute vor, das ist unglaublich. Krass. Das ist aber toll. So, wo waren wir schon geblieben? Ah ja, Silky Big Boy, absolutes Muss. Absolutes Muss, absolut. Ist gerade dabei, zur Anschaffung des Jahres zu werden. Ehrlich, mega. So, hier rein. Also, wichtig, Beil, Säge, Messer, um ein schönes Lager aufbauen zu können. Wobei ich sagen muss, Beil würde ich sogar, ich guck mal, was das Gewicht macht und dann entscheide ich mich, ob ich das Beil noch mitnehme. Ansonsten, ach, jetzt hätte ich natürlich auch noch was Wichtiges vergessen. Ich werde die ganze Zeit abgelenkt, das gibt's ja gar nicht. Okay, wir waren noch beim Essen. So, was macht man, wo macht man das Essen? Drin warm? Natürlich in einem Topf. Da habe ich mir auch was gegönnt, was Neues. Und zwar eine geile Sache aus Titan. Einfach, weil es leicht ist. Das kann man als Pfanne benutzen. Ja. Dann habe ich hier drin noch in einem Küchentuch, was eigentlich auch nicht fehlen sollte. Ja, weil man doch mal was auswischen muss. Man muss, kann sich vielleicht Zähne putzen und dann Mund abwischen oder irgendwas anderes. So, und dann habe ich natürlich auch noch meinen obligatorischen Edelstahl. Ich hoffe, dass die Kamera das ranzoomt. Sebastian, wenn du schon mal da bist. Und zwar der Schriftzug. Ja, sehr nice. Ja, das ist so für Tee, Kaffee und so weiter. Da möchte ich, weil die Gefäße dann doch zu groß sind. Die sind eher für Essen. Ja. Habe ich Titan auch gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe nur so Edelstahltöpfe wie das Ding hier. Naja, recht schwer, recht globisch. Das ist natürlich vom Volumen her, oh ja, nee. Das dann, nee, muss nicht sein. Deswegen habe ich gedacht, gönn dir, ja, und bestell dir doch jetzt mal einfach das Zeug. Ja. So. Wenn ihr wollt, kann ich euch, ich meine, das Video online ist, ja, dann ist es online, aber ich würde vorschlagen, dann verlinke ich euch einfach mal hier das. Das ist richtig cool, kommt in so ein Schutznetz, ja. Wiegt auch nicht viel, können wir aber gleich mal testen. Also ich schätze mal, ja, mit 400 Gramm, würde ich sagen. Ganz grob verschätzt. 420 Gramm. So, also, damit wäre das Essen gesichert. Bin mal gespannt. Ja. Also da ist noch viel Platz. Da ist noch viel Platz. Okay, Essen haben wir. Werkzeug haben wir angefangen zu besprechen. Kommen wir jetzt zu dem Messer, was ich mitnehme. Und zwar ist es von Böker, das Magnum. Das hatte ich schon mal vorgestellt. Das ist hier ein Full Tang. Ja, das war bei den Equipment Top 10. Muss ich allerdings mal wieder ein bisschen schleifen und schärfen. Aber finde ich jetzt persönlich ein sehr schönes Messer. Ist auch sehr robust. Das werde ich auch direkt dann am Mann tragen. Das bedeutet, dass das gar nicht ins Gewicht fällt. Ja. Das sind dann auch nochmal vielleicht gute 200 Gramm, wo ich dann gar nicht, ach, egal, das sind 200 Gramm fertig, die ich dann gar nicht mitschleppen muss, ja. Jetzt haben wir, ich stecke die Axt einfach mal rein, die kann ich ja immer noch rausholen, ne? Zack, kommt hier hinten rein, verschwindet. Dann haben wir natürlich hier auch noch die Handschuhe, ne? Von Mechanics, die sind natürlich überall dabei. Muss ich ganz ehrlich sagen, also richtig tolle Handschuhe zum Arbeiten. Das hat den Grund, dass die einfach sehr schön anliegen und man nicht das Gefühl hat, dass man kein Gefühl mehr in den Fingern hat, weil bei dicken Handschuhen hat man immer so das Gefühl, dass man überhaupt gar nichts mehr wirklich anlangen kann, kein Gefühl mehr in den Handschuhen hat. Das ist hier anders. Zack, man kann trotzdem noch damit auch ein bisschen filigraner arbeiten. Handschuhe sind Handschuhe, das ist klar. Aber echt, ich bin von denen angetan. Sind nicht schnittfest, also das glaube ich nicht. Ja, weil einfach der Stoff zu weich ist. Aber zum Arbeiten sehr nice.
Die fallen wohl kaum ins Gewicht. Die habe ich hier auch immer schön dran, außen, ja, mit einem Karabiner. Die gehen so mit. Zack. Zack. Super. Okay, dann würde ich vorschlagen, oh, ja, also aktuell hat es viel geregnet, ja, von daher werde ich auch nur meine kleine Schippe mitnehmen. Ansonsten, wenn es etwas trockener wäre, würde ich vielleicht sogar auf den BW-Klappspaten zurückgreifen, aber, wo habe ich die? So, das ist meine Schaufel, die reicht aus, weil der Waldboden doch schon recht durchnässt ist und dann auch noch recht weich. Damit komme ich tief genug, aber um einen Ast zu befestigen, beziehungsweise tief genug einzugraben. So, die kommt da rein. So, also im Endeffekt ist jetzt alles abgedeckt. Ja? Jetzt geht es darum, was nehme ich noch mit, was ich so eigentlich noch ganz gern dabei habe. Ich würde mal vorschlagen, ich würde mal vorschlagen, wir wiegen einfach mal und schauen dann, ob wir überhaupt noch genug Gewicht am Start haben, um überhaupt noch was mitnehmen zu können. Man darf natürlich nicht vergessen, dass der Rucksack auch ein bisschen was wiegt, ja. So. Kilogramm, das bedeutet, wir haben noch ein halbes Kilogramm frei. Ich entscheide mich dann natürlich für meinen Pouch. Da tun wir jetzt mal alle unnötigen Sachen raus. Was kommt in das Pouch rein? In das Pouch kommt rein. Ja, die 8 Kilo, das wird ganz schön knapp. Also ich habe in einem Pouch zum Beispiel jetzt so Sachen wie, genau, so ein Schaber, so einen kleinen Messerschärfer habe ich da drin. Na, ne, das machen wir mal in einem anderen Video, was ich da drin habe. Ja, dass es vielleicht für euch ein bisschen auch interessant wird. Also, ah, verdammt. So. Wir packen da nur so ein paar Sachen rein, die wir benötigen. Ja, wie zum Beispiel auch Abfallpapier, beziehungsweise Karabiner. Ja, Karabiner habe ich ganz gerne, um mir Sachen dann auch aufzuhängen, damit sie schön auch. Also Ordnung muss sein, auch draußen, finde ich. Deswegen packe ich mir mal noch 3 Karabiner ein. Dann mache ich dann doch mal das Messer rein, um mal zu sehen, was ich. Ne, das ist zu groß. Okay, dann machen wir das so. Aber eine Stirnlampe kommt da definitiv rein. Die Karabiner. Einfach so, weil ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es alles schön geordnet ist. Ja, außerdem kann ich da auch noch dann mein Handy reinpacken. Ich kann da noch ja, mein Handy reinpacken, mein Hausschlüssel und so weiter. Ich finde so Taschen eigentlich super. Oder wenn man was im Wald findet. Ja, eine Kleinigkeit, irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht besonderen. Ich wollte noch eine Kerze mitnehmen, eine Lavendelkerze. Ja, ich mache mich jetzt gleich kaputt. Wollte ich mitnehmen. Ja, und halt so Kleinigkeiten, die man noch sonst noch dabei hat. Außerdem ist in dem Ding eigentlich noch sehr viel Platz. Ja, da kriege ich auch noch das ganze Wasser rein. Und auch noch das zu essen. Also, im Endeffekt habe ich jetzt... Ah! Tada! Den hätte ich jetzt nämlich vergessen. Also, mein... Ich sag's jetzt lieber nicht, weil das Wort ist wirklich scheiße. Göffel. Bitte? Göffel. Oh, ich muss jetzt gleich sprechen. Finde ich ein furchtbares Wort. Also, mein Löffel mit integrierter Gabel. Ja. Das ist, ey, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir gleich 2 bestellt. Ich sag lieber nicht wo, das, dann werde ich gesteinigt. Aber das ist ein geiles Ding. So, das kommt auch noch mit rein. Okay. Erste-Hilfe-Set. Daran habe ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht.
Ein erster Hilfesatz, wo ist das überhaupt? Tja. Wo ist mein erster Hilfesatz? Ja, ich glaube, das ist noch oben. Aber mehr wie 150 Gramm wiegt das auch nicht. Dann nehme ich noch mit. Natürlich ist da auch das Kamera-Equipment mit dazu gerechnet. Das dürfte jedem klar sein. Ich nehme nochmal ein extra T-Shirt mit. Ja, das packen wir mal auch noch hier oben rein. So. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich glaube ich an alles gedacht. Sebastian, fällt dir noch was ein? Das Essen zählt nicht. So, okay, dann würde ich sagen, das war jetzt der Abschluss. Ich habe jetzt auch dann in diesem Food, dieser Food Ration, die ich mitnehme, habe ich ja dann sowieso nochmal Streichhölzer on top. Wie schon gesagt, Essen und Trinken. Ich nehme so gute. Morgen soll es feucht werden und etwas regnen. Das heißt, mit 2 Liter Wasser kommt man ganz gut klar. Dann würde ich mal vorschlagen, ist das jetzt der Abschluss. Ich stecke jetzt mal doch das Messer hier in die Seite. Ja. Wenn ich dann doch was Kurzes anziehe und dann mit dem Messer rumrennen an der Seite, das muss ja dann auch nicht sein. So, dann wiegen wir den mal. Okay, also, die Spannung steigt. Also, ich bin jetzt bei 8,36 Kilogramm. Das würde bedeuten, ohne das Messer käme ich bei ungefähr 8,1, 8,15 Kilogramm raus. Mit Axt und all dem Werkzeug, was ich brauche, muss ich noch jetzt ehrlich sagen, der ist super leicht. Damit kann man dann auch mal gute 20 Kilometer wandern. Das ist ja auch jetzt mal im Vorfeld so ein bisschen ein Test, weil ich eigentlich vorhabe, spätestens dann mal nächstes Jahr mal eine Trekkingtour zu machen von 100 Kilometern. Ja. Bei uns gibt es den Burgsteig oder den Burgensteig, der an der Bergstraße verläuft von Darmstadt nach Heidelberg. Den wollte ich dann mal laufen, natürlich mit Übernachtung. Ja. Geplant sind da 4 Tage, a 25 Kilometer. Das wäre jetzt mal schon mal so ein erster Test, wie ich zum Beispiel auch mein Equipment packen würde oder was ich mitnehmen würde. Natürlich würden da auch Werkzeuge dann entfallen, wie die Axt. Oder, ja, müssen wir dann auch mal sehen. Also, der hat jetzt 8,2 Kilogramm. Was gibt es da jetzt noch abschließend von meiner Seite? Warum das Ganze? Erstmal der Grund natürlich Gewichteinsparung. Das macht auf Dauer jetzt mit einem Haufen Gewicht keinen Spaß. Das muss man einfach dazu sagen. Also, wenn man da mit 25 Kilo durch die Gegend läuft, natürlich ist es im Winter nochmal anders. Man braucht einen robusteren Rucksack, weil der Schlafsack größer ist. Man braucht mehr Klamotten, man braucht noch ein bisschen mehr Austauschkleidung, ja, und so weiter und so fort. Da kann man das verstehen, aber jetzt im Frühling muss ich sagen, sind 8 Kilogramm super geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch jetzt nicht damit gerechnet. Gut, man könnte natürlich noch an der Axt sparen, da wären wir bei 7,5 Kilogramm. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ich jetzt für euch natürlich auch jetzt ein Kochvideo noch machen würde, würde ich den Hobo mitnehmen, die Bushbox, weil man darauf einfach besser kochen kann. Ja. Im Endeffekt ist es so. Meine Definition von ultraleicht bedeutet, unter 10 Kilo bleiben, da habe ich dabei mein Schlafsetup, da habe ich dabei meine Sachen, mit denen ich Essen zubereiten kann und dann habe ich meine Werkzeuge dabei, um mir ein schönes Lager zu bauen. Ja? Und das ist für mich auch Bushcraft. Bushcraft hat für mich nichts zu tun. Ich lege mich jetzt irgendwo in den Wald und penne da mit nichts. Das ist für mich Survival. Das ist wieder eine ganz andere Sparte, können wir ein andermal drüber auch reden. Ne? Bushcraft bedeutet walten, übernachten und auch handwerken. Punkt um. Naja, auf jeden Fall musste mal darüber geredet werden, finde ich, weil eine Definition von Bushcraft ultraleicht habe ich nicht gefunden. Und wenn, dann ist es mehr so fadenscheinig. Ja, da hat ja jeder sein eigenes Statement dazu. Mein Statement dazu ist,
110 Kilo ist für mich schon ultra leicht, weil ich auch mit weitaus mehr Gepäck schon gewandert oder im Bushcraften war. Von daher absolut 8,3 Kilo ist ja schon fast Kindergartengewicht, zumindest für mich. Ja, das können ja schon Grundschüler tragen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video wieder gefallen hat. Ja, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Nächstes Video wird wahrscheinlich ein Lagerbau, genau wie mit diesem Ultralight Equipment. Ja, dann lasst mal Kommentare da, was ihr zum Ultralight Bushcraft Dragging sagt. Ja, was ihr da für Alternativen habt, nochmal, vielleicht nochmal Gewicht zu sparen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, hoffe euch hat das Video gefallen. Ich begrüße euch dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.